So, die zweite Staffel zur Sushi-Belt-Konfiguration ist im Kasten. Mehr zur pinken Staffel nach dem Intro. In der ersten Staffel haben wir gelernt, wie Puffer funktionieren. In der grünen Staffel eben. Nun haben wir in der pinken Staffel eine Sushi-Belt-Lösung und ich baue die schrittweise aus. Was auf euch zukommt, sofort. Ich habe dann hier eine Sushi-Belt-Lösung aufgebaut über drei Schritte. Hier sind die Forschungseinrichtungen, hier sind die Forschungspakete. Hier stelle ich sie her. Hier kreiseln dann die Rohprodukte, die man braucht für Forschungspakete. Hier stelle ich die Dinge her, die ich hier selber herstelle für die Forschungspakete. Und in der vorherigen Lösung, in den Videos, hatte ich 16 Zwischenprodukte angeliefert, manuell. Jetzt liefere ich vielleicht nur noch 8 an. Also nur noch wirklich die wirklich komplizierten und teuren. Alles andere stelle ich aus Rohstoffen selber her. Kupfer, Eisen, Stahl, Schwefel und Steine kann der Rest hergestellt werden. Ich kann das mal starten. So, forsche mal irgendwas. Ich habe das verarbeitet, natürlich erstmal, weil ich hier so zwischendurch gelagert habe. Und dann möchte ich dann sagen, immer, ich brauche neue Materialien. Lege ich hier einfach den Schalter um. Dann fangen die an, das aufzufüllen. Dieses Band und dieses Band. Ging natürlich ganz schnell. Können wir noch was forschen? Sind ja genügend Vorräte da. Flammenwerfer kann ich auch noch nicht. Komm, kann ich schaden, wenn ich es kann. Ne? Vielleicht brauche ich es ja eines Tages mal, wenn ich kämpfen muss. So, die arbeiten jetzt hier. So, und jetzt habe ich das so eingestellt, dass jedes von den Band eine maximale Belegung hat. Kann man hier einstellen. 30 Forschungspakete, 35 Vorprodukte für Forschungspakete und 60 von den da mal relativ einfachen Vorprodukten. Und es läuft dann so, immer wenn ich eins auflege, zähle ich hoch und wenn ich eins runternehme, zähle ich abwärts. So eine Ein- und Aussammellogik wird ja auch, glaube ich, im Wiki erklärt. Der Nachteil ist nur, wenn irgendwas nicht richtig eingestellt ist oder du ein bisschen rumgebastelt hast, dann nimmt er ja die Sachen vom Band runter und dann stimmt der Bestand hier nicht mehr. Das sagt die, okay, du musst in der Lage sein, so eine Art Inventur zu machen. Ich stoppe das dann, mit der Zelle auf Null gesetzt und ich sammle alles ein. Das entspricht einer Inventur. Aus, zack. Jetzt halte ich das hier an, sammle alles ein. Zähler steht auf Null, der Zähler steht auch auf Null. Sammle alles ein, hier sammle ich die Fläschchen ein. Und die Zwischenprodukte, die müsste ich ja jetzt wegschmeißen, die lagere ich hier oben ein. Hier lagere ich Zwischenprodukte für dieses Band ein und hier lagere ich Zwischenprodukte für das andere. Und wenn es wieder losgeht, wird ja wieder gezählt. Und immer wenn ich jetzt eins von denen aufnehme, zähle ich die auch hoch. Die sind natürlich viel schneller als die Maschinen. Vorzugsweise werden die Zwischenprodukte dann verbraucht. Und das klappt ziemlich gut.